Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dattmobil. Heute stehen wir in Mering. In Mering gibt es zwei Stellplätze und wir wollen euch den Stellplatz Wohnmobilstellplatz Delmosel vorstellen, der ehemals bekannt war als Wohnmobilstellplatz Mosel Beach. Kommt mit, wir zeigen euch wieder in gewohnter Art und Weise, was es hier zu entdecken gibt. Ich muss so lachen. Als wir gerade da vorne die Aufnahme gefilmt haben, stand Alfred am Straßenrand mit der Kamera und alle Autos fuhren total langsam. Wie ich jetzt sehe, ist da oben an dem Schild, an der Laterne, eine Verkehrserkennung, die eben dir anzeigt, wenn du zu schnell fährst. Also unsere Knöllchen haben wir heute schon mal kassiert. Orientiert euch, wenn ihr auf den Stellplatz fahrt, an der Tankstelle. Biegt vor der Tankstelle rechts ab, beziehungsweise hinter der Tankstelle natürlich links, wenn ihr von der anderen Seite kommt. Und folgt dem Schild Mosel Beach. Hier haben wir noch nicht das neue Wohnmobilstellplatzschild mit dem neuen Namen, da wir seit letztes Jahr hier neue Betreiber haben, aufgestellt. Dazu aber gleich mehr. Da möchte einer fahren, da kommen Autos. Ich muss mal von der Straße. Um ein wenig die Verwirrung herauszugeben, der Platz hieß früher Mosel Beach. Dann wurde er vor 2 Jahren veräußert, weil der Herr in die Jahre gekommen war, der ältere Betreiber, der ja auch für diese negative Kritik, die man in den ganzen Apps lesen kann, gesorgt hatte. Es hieß dann Delmosel und seit September letzten Jahres haben 3 Brüder die ganze Geschichte übernommen, wobei hier die junge Dame, die Tochter einer der 3 Brüder, das Ganze in Verantwortung übernehmen und führen wird. Es wird wieder Back to the Roots, Mosel Beach heißen. Also wenn ihr von Delmosel und Mosel Beach hört, es ist der gleiche Platz und der alte Name ist Programm. Da das ganze Ambiente, das ihr auch gleich in dem Lokal, was ich für euch zeigen werde, sehen werdet, einfach Mosel Beach ist. Und der Name passt, ist Programm und ist super. Ihr fahrt dann den kleinen Hang runter und könnt direkt auf den Stellplatz fahren und dort euch eine Parzelle eurer Wahl oder die doch frei ist, aussuchen. Ihr fahrt an dem Schild vorbei, das euch schon verheißungsvoll sagt, dass es hier Ferienwohnungen gibt und auch eine Gastronomie. An der Stelle muss ich anmerken, die ist noch nicht komplett fertig, aber dazu erzählen wir euch gleich mehr. Und was das Tolle ist, auf diesem Wohnmobilstellplatz sind auch Wohnwagen erlaubt. Ist der Platz nicht belegt, könnt ihr euren PKW daneben stellen. Ist euer Platz oder ist der Wohnmobilstellplatz belegt, gibt es hinter der Tankstelle und hinter dem nächsten Wohnmobilplatz, dem Zellerhof, einen kostenfreien Parkplatz, wo ihr euren PKW sicher und gut abstellen könnt. Und ansonsten ist hier Mischkultur. Und dazu sage ich jetzt schon 2 Daumen für die Idee, dass hier Camper und nicht nur Wohnmobilisten stehen können. So, und jetzt zeigen wir euch, was wir hier alles finden. An der Stelle, der Platz liegt direkt an der Mosel. Bahnverkehr hört ihr hier nicht. Straßenbelästigung hält sich in den Abendstunden absolut in den Grenzen. Es ist sehr ruhig. Die Parzellen sind ausreichend groß. Zeigen wir gleich an unserem Stellplatz hinten, wo wir stehen. Sind parzelliert, wird auch noch ein bisschen geändert. Es hat hier in der Vergangenheit, das will ich zu dem Platz direkt sagen, einige negative Anmerkungen gegeben. Es gab einen sehr alten Herr, der den Platz bis vor 2 Jahren inne hatte. Dann wurde er von einem anderen Betreiber übernommen. Es wurden schon Verbesserungen gemacht. So, und jetzt habe ich genug gesagt. Jetzt gehen wir mal auf den Platz. Die Fahrwege sind überwiegend geschottert und verdichtet, bis auf den kleinen Bereich am Rand, schon mal jetzt gerade durch die Nässe der letzten Zeit ein wenig ausgefurcht und matschig. In den mittleren und hinteren Bereich sind die Rasenflächen verdichtet mit geschottertem Untergrund. Es ist
hier in den mittleren Bereichen auch nicht zu sehen, dass einer sich festgefahren hatte. Was in den vorderen Bereichen in den Wintermonaten jetzt verstärkt passiert ist, dadurch ist die Familie Fassian, die drei Brüder, die ich eben genannt habe, die den Platz jetzt betreiben, dazu übergegangen, hier diesen Lavasplit auszulegen, der aber bei Nässe leider sehr unangenehm in jeder Furche deines Bodens im Wohnmobil klebt. Also wir haben einen Teppich drin im Winter plus noch mal ein Fell drüber. Ich habe das Fell nur ausgelegt, nicht wegen der Temperaturen. Wir haben hier über 20 Grad gerade, weil das Ding, das Zeug, das trägt sich echt in jedem Boden. Und ihr wisst selber, wie empfindlich der Phenylboden in eurem Wohnmobil ist. Wir haben heute den 7. April 2024 mit super Temperaturen. Also es hatte Freitagabend noch gut geregnet, ne? Mhm. Und du hast das Ding bis in, das Zeug bis im Bett so ungefähr. Von daher nicht die optimalste Lösung. Dadurch ist die Parzellierung auch hier gerade nicht so gut zu erkennen. Du hast diese Pfähle, die deine Parzelle markieren. Ne? Hier sind die Pfähle. So groß sind die Parzellen. Sind aber auch nur hier in der ersten Reihe markiert. In der zweiten und dritten Reihe gibt es keine vorgegebene Parzellierung, die direkt zu erkennen ist. Es sollen auch noch hier in diesem Split, in diesem Lavasplit eine Markierung erfolgen, wie der Betreiber uns sagte. Das ist noch geplant für die Zukunft, damit es besser zu erkennen ist. Der ein oder andere Teppich auslegen scheint hier erlaubt zu sein, hatte Teppiche auslegen, also das war hier ein Standardkehren, hier ging der Besenreihe um durch alle Reihen. In der vorderen Reihe habt ihr eine schöne Begrenzung durch die Baumreihe, überwiegend Spalierobst. Und davor gibt es noch einen Fuß- und Radfahrweg, der allerdings nicht Hauptbestandteil des Moselradweges ist. Und daher habt ihr hier nur eigentlich Verkehr von Leuten, die hier auf dem Platz sind, beziehungsweise auf dem Nachbarstellplatz am Zellerhof. Dadurch super ruhig, breite Mosel, schöne Sicht auf die Schiffe und ja, auf jeden Fall ein Sonnenplatz. Hier hast du auch in den Abendstunden durch die gegenüberliegenden Hügel keine Schattenbeeinträchtigung. In den mittleren und hinteren Bereichen bestehen auch kleinere Bäume, die ein bisschen Schatten spenden, aber überwiegend ist der Platz schattenlos. Er ist ganzjährig geöffnet. Hunde sind erlaubt, an der Leine zu führen. Grillen ist auch erlaubt mit kleinen Grills, die mit Holzkohle betrieben werden oder Gas. Elektrogrill sind laut dem Hinweisschild nicht erlaubt. Die 72 Parzellen sind in letzter Zeit nicht belegt. Der Platz hat ein wenig an Popularität eingebüßt durch den ein oder anderen Kommentar in den einschlägigen Apps. Man kann ihn auf jeden Fall wieder ansteuern. Es ist alles da, was man braucht. Und ein super neues gemachtes Sanitärgebäude. Aber das zeigen wir alles gleich noch. Auf dem Weg zur Anmeldung, die sich hinten an der Tür befindet, haben wir diesen Lokalbereich mit dem angrenzenden Bereich von drei Ferienwohnungen. Also solltet ihr mit Kollegen unterwegs sein, die nicht mobil sind, die keinen Wohnwagen oder kein Wohnmobil besitzen, haben wir hier noch drei wunderschöne Ferienwohnungen, die auch im mediterranen Stil eingerichtet sind, die man mieten kann. Hier das Lokal wird demnächst wieder in Betrieb genommen, so dass auch eine kleine Küche und Getränke in geselliger Runde angeboten werden können. Da geht es nur noch um die formelle Seite. Ihr kennt das ja mit den Behörden und mit den ganzen Genehmigungen, was demnächst unsere junge Platzbetreiberin dann hier für euch veröffnen wird. So, und jetzt zeige ich euch mal den Ofen. Der hat es mir richtig angetan. Und wenn ihr an eine gesellige Runde denkt, mit einem Gruppentreffen oder so, seid ihr hier genau richtig. Für Gruppentreffen könnt ihr den Platz auch reservieren. Einzelreservierungen sind nicht möglich, aber für Treffen, auch in gemischter Konstellation, wie eben schon gesagt, ne, mit Wohnmobil, Nichtmobil, könnt ihr hier reservieren und eine tolle Runde machen und hier euch dann super hinsetzen. Da kann man dann noch Tische, Stühle aufstellen und so weiter. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also denkt dran, wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, seid ihr hier goldrichtig. Ich wollte Alfred ja gerade vorschlagen, er ist ja eigentlich gelernter Koch, auch wenn er schon pensioniert ist. Wäre ja eigentlich was für uns, oder?
Aber als ich den Scheiterhaufen hier gesehen habe, bin ich von der Idee direkt wieder abgekommen. Das ist auch gut so. Weil es sieht so aus, als wenn die Hexe hier auf dem Ofen verbrannt ja, würde. Ja, da passt dann nämlich drauf. Gedanken, zur Not. Ja, die Gedanken von meinem Mann konnte ich nämlich direkt lesen in seinem Kopf. Und deshalb lassen wir das, dass wir uns hier vielleicht drum bemühen könnten. Ich gehe weiter in meinem Büro. Und, na, du kannst hier echt eine Goldgrube draus machen. Zumal das Lokal nebenan, der Zellerhof, im Moment auch nicht betrieben wird. Und im ganzen Ort gibt es zwei Lokale, drei Lokale, die aufhaben. Fast alles hat zu. Ich habe gestern Abend versucht, hier eine Flasche Wein zu bekommen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich hier ein Platzwäldchen kaufen kann. Ich habe bei einem Winzer geklingelt. Der machte auf. Flaschenverkauf hier, wir haben geöffnet. Draußen großes Schild. Er macht auf. Ich sehe in dem Raum nur Autos. Wollen Sie Wein kaufen? Ich sage, ja, steht ja draußen dran. Wollen Sie etwa auch probieren? Ich sage, nee, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ich wollte Whisky probieren. Ich wusste nicht, dass hier Wein gibt. Also, sehr schwer. Es gibt einen Edeka im Ort. Es gibt einen Fleischer, eine Bäckerei. Zeigen wir euch alles wieder in gewohnter Art und Weise in dem zweiten Video, was wir hier zu der Umgebung machen, das natürlich wieder zeitgleich mit diesem Video online geht. Und da könnt ihr dann gucken, was der Ort Mehring und die Umgebung wiederum zu bieten hat, was ihr hier vorfindet, wie der Ort aussieht, ne, und was man so unternehmen kann. Wir sind wieder bis nach Trier gefahren. Schaut mal rein, man kann da echt was machen. So, jetzt wollen wir uns anmelden. An der Wand, am Durchgang zum Innenbereich des Gebäudes hier gibt es diese Infotafel, wo einmal wichtige Notdiensttelefonnummern aushängen. Ein WLAN-Code, der nicht funktioniert hat, der scheint noch vom Vorbesitzer zu sein, so verblasst wie es ist. Wir sind nicht reingekommen. Dann drunter eine kurze Anleitung, wie man sich anzumelden hat und die gängigen Gebühren in Deutsch und Englisch. Ihr nehmt euch diesen Umschlag, schreibt von außen euer Kennzeichen drauf und entrichtet euren Obolus für die Zeit, die ihr hier verweilen wollt. Eine Mindestaufenthaltsdauer gibt es nicht, eine Höchstaufenthaltsdauer, nee, eine Mindest gibt es auch nicht. Und zwar kostet die Nacht 12 Euro. Die Abfahrt muss bis 12 Uhr erfolgen. Wollt ihr länger hier stehen, gibt es eine Tagespauschale von weiteren 6 Euro, die ihr dann entsprechend auch entrichten müsst. In eurem Stellplatzpreis sind zwei Erwachsene enthalten und euer Hund. Jetzt muss ich mal, ich bin jetzt modern geworden, ich habe diesen digitalen Spickzettel. Der Strom wird mit 3 Euro Tagespauschale berechnet. Und Kinder sind frei bis 12 Jahre, behinderte Menschen sind auch frei. Ansonsten kostet jede weitere Person 2,50 Euro. Einfach dann das Geld in den Umschlag stecken und hier in den Briefkasten werfen. Daneben habt ihr die Sammelbox, wo ihr hier oben in den Schlitz die Gebühr fürs Duschen einwerfen müsst, könnt, sollt. Das Duschen kostet 2 Euro pro Duschvorgang. Die Benutzung der Toiletten sind im Stellplatzpreis enthalten. Ihr folgt einfach hier den Schildern und kommt in den Bereich der Sanitäranlagen. Nach Männerlein und Weiblein getrennt. Ich nehme euch mit zu den Mädels. Muss Alfred gerade mal von alleine lassen. Und dort haben wir Toiletten. Picobello sauber, super gepflegt, mit allem, was man braucht. Man sollte gucken, wo man hinfüllt. Auf der anderen Seite haben wir noch eine zweite Toilette. Auch im gleichen. Ne? Alles super sauber und gepflegt. Und dann haben wir hier auch schon zwei Handwaschbecken, die ihr dann nutzen könnt mit Seifenspender, ausreichend Papier, einem Spiegel, der für mich definitiv zu hoch hängt. Und dann kommen wir auch schon in den Bereich der zwei Duschen, die wirklich großzügig bemessen sind und eine Sitzgelegenheit bieten. Wiederum ein Spiegel mit Handwaschbecken und eine Ablage. Ich muss mal gucken, der Boden ist ein bisschen nass, hier hat eben einer geduscht. Alles super sauber und einfach und praktisch zu handeln. Fenster sorgen für Lüftung und wir haben alles da. Wir haben noch eine zweite Dusche, die ich jetzt, Bewegungsmelder, den Lichtschalter nicht gefunden habe, ist ein bisschen kleiner als die andere, ohne Sitzgelegenheit. Was ich vermisse, gucken wir mal hinter der Tür. Doch, wir haben auch Haken, auch in der anderen Dusche dann.
Also von daher an alles gedacht. Sehr einladend in dem mediterranen Stil. Und Alfred hat schon das Weite gesucht. Dann zeigen wir euch, bevor wir jetzt zur Ver- und Entsorgung gehen, noch die Möglichkeit, wo ihr Wein und Getränke bekommen könnt. Die könnt ihr dann auch, wenn ihr nur glasweise was beziehen möchtet, hier auf den Sitzgelegenheiten dann genießen. In den daneben stehenden Container habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Weine und Getränke zu erwerben, gekühlt und ungekühlt. Es gibt auch hier eine Telefonnummer, die ihr anrufen könnt für einen Fahrradverleih. Und es liegen hier auch noch Flyer aus für Bestellservice, Grieche wie Pizza, also Italiener. Und ihr könnt hier auch Liköre, Traubensaft und verschiedene Winzerweine zu adäquaten Preisen beziehen. Ihr könnt sie auch probieren, das ist alles möglich. Haben wir gestern gemacht. Ich empfehle euch meinen Favoriten. Das hat jetzt nicht zu bedeuten, dass die Flasche schon leer ist. Der Rosé ist ein Mädchengebräu, ist süß, aber mal was ganz anderes. Ist ein dunkler Rosé, der ist echt gut. Probiert ihn, wenn ihr hier seid. Ach, an der Stelle, wenn ihr mal hier seid, lasst uns doch mal einen Kommentar da, ob ihr den Platz genauso empfindet wie wir, ob ihr euch hier genauso wohlfühlt wie wir, ob euch gefällt oder sonst was. Liked auch in dem einem direkt unser Video. Und wenn ihr möchtet, lasst uns ein Abo da, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. So, machen wir weiter mit dem Stellplatz. Die Bedienung ist nicht da, aber gegenüber am Wohnmobil sitzen die Herrschaften und dann einfach auf euch aufmerksam machen. Es kommt schon einer. Hat bei mir gestern und den anderen Herrschaften, die mit mir hier standen, wunderbar funktioniert. Es gibt halt auch verschiedene Biere, die ihr noch beziehen könnt und die klassischen Getränke, die Softdrinks, die man so kennt. Ich empfehle euch auch den Weinberg-Pfirsichlikör. Den mag sogar Alfred. Den habe ich jetzt gut versteckt, ansonsten kriege ich nichts mehr ab. Freundlicherweise haben wir mal die Räder rausgestellt bekommen, die ihr leihen könnt. Es gibt hochwertige E-Bikes, die ihr hier vor Ort ausleihen könnt. Es stehen 6 Fahrräder zur Verfügung, und zwar für Herren und Damen, Kinderräder aktuell nicht. Hochwertige E-Bikes, mit denen ihr super hier im Gelände fahren könnt. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt sagt, boah, da habe ich ein klasse Rad geliehen, das gefällt mir. Zu den Preisen kurz gesagt, die Kompaktbikes für 30 Euro, die ihr hier stehen seht, in der Variante für 40 Euro der Tagespreis, könnt ihr diese Räder nämlich auch käuflich erwerben. Wendet euch mal an die Firma Wavebikes, in Hennef. Dort kommen die Räder nämlich her. Und dort werdet ihr kompetent und super beraten. Und mit Sicherheit wird euch da weitergeholfen, was den Service anbelangt. Und dann sind wir auch schon wieder an der Entsorgung. Ihr habt einen gut anfahrbaren Ablauf für euer Grauwasser. Könnt ihr vom Weg kommen super mit ein bisschen Einschlagen anfahren. Schwarzwasser könnt ihr hier nicht entleeren, weil ihr keine Nachspülmöglichkeit habt. Weil bei den dicken Rippen bleibt das ein oder andere da vielleicht hängen. Wir haben hier die klassische Chemietoilettenentleerung mit dem Button auch für Spülwasser. Die Entsorgung von beiden ist im Stellplatzpreis inbegriffen. Dahinter haben wir den Frischwasseranschluss. Ihr könnt den Liter für 10 Cent bzw. die 100 Liter für 1 Euro hier nach dem Münzeinwurf euch so, wie ihr die Wassermenge braucht und Geld eingeschmissen habt, ganz einfach hier beziehen. Daneben haben wir auch schon einen in ausreichender Form vorhandenen Abfallbehälterbereich. Wir haben einmal Auffanggitterboxen für Papier, 2 Restmüllcontainer. In weiterer Art wird nicht getrennt, dass Kunststoffe noch getrennt werden. Und wir haben hier einen kleinen Container fürs Altglas. Frisch geleert. Frisch geleert oder es wird nicht viel getrunken. Hier, wer hat denn der Hundekotbeutel reingeschmissen? Also, naja. Und dann nochmal Auffangbehälter für den gelben Sack, für entsprechende Kunststoffe zu entsorgen.
Dann zeigen wir euch jetzt noch den Stromanschluss. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon alles gezeigt, was wir gefunden haben. Über den ganzen Platz verteilt findet ihr in ausreichender Zahl vorhanden eure Stromanschlüsse. Im Sicherungskasten oder in diesem Kasten sind jeweils 15 Steckdosen, die mit 6 Ampere abgesichert sind, versteckt. Hier ist leider die Außentür demoliert worden, konnte wohl einer gebrauchen. Ansonsten, die anderen haben aber auch alle ihren Deckel. Der Strom wird pauschal abgerechnet, den ihr bei der Platzgebühr mit in euren Umschlag steckt. 3 Euro Strompauschale pro Tag. Fairer Preis. So, dann sind wir mal wieder soweit. Und jetzt mache ich das Fazit, nämlich nicht an der Müllentsorgung. Wir haben fast eine Premiere. Ich stehe vor keinem Müllcontainer. Fazit zu unserem Wohnmobilstellplatz, den wir euch hier vorgestellt haben, ist: Es geht hier ein neuer Wind durch den Mosel Beach. Es gibt eine neue Betreiberfamilie. Verantwortlich für das Ganze ist die junge Dame, die Tochter, die das hier demnächst unter ihre Fittiche nehmen wird und noch mit vielen Ideen den Platz in neuem Wind gestalten wird. Wie gesagt, die Gastronomie soll in Betrieb genommen werden. Es soll hier das ein oder andere im mediterranen Flair, wie Abgrenzungen nach vorne zu dem kleinen Weg hin, mit einem Tau, markierte Stellplätze für die PKWs und so weiter stattfinden. Es ist viel in Planung. Die Homepage wird überarbeitet und. Müssen wir euch gar nicht alles aufzählen. Eins werde ich euch versprechen: Wir werden wiederkommen und ein Update-Video drehen. Wir haben heute ein langes Gespräch mit dem Vater der jungen Dame geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was da vor ist, Hut ab, hier wird frischer Wind wehen. Und da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, dass das funktioniert, und geben unsere Bewertung mit 4 Sternchen ab. Weiter so. Vielen lieben Dank, dass ihr den Platz und den Mut hattet, das hier wieder auf Vordermann zu bringen. Wir sagen an der Stelle wieder ein Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Macht's gut, eure Betty vom Dagmobil und der Alfred hinter der Kamera, der in diesen Videos der Stellplätze so gut wie nichts sagen darf. Tja, so ist das im Leben. Ciao. Ciao.